Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play TFT. Eine neue Runde, neues Glück. Mal schauen, ob es dieses Mal besser läuft als letztes Mal mit den Dämonen. Aber die waren gar nicht so schlecht, fand ich. Ne? Die waren eigentlich ganz gut. So. Wen nehmen wir? Wir nehmen mal Lucian. Und schauen, ob wir mal auf Revolver gehen. Könnten wir nämlich machen. Weil Revolver, wenn vier zusammen sind, Angriff auf alle anderen Gegner in Reichweite. Das ist halt auch super. Da sind die ganzen Piraten dabei. Zum Beispiel Gangplank, Miss Fortune und ja, Warmox, ne? Miss Fortune und Graves. Und noch? Oder wir machen halt wieder was ganz was anderes. Können wir auch. Nein, nee. Oder wir geben ihnen die Warmox. Den Warmox. Die Rüstung. Nee, die Warmox-Rüstung. Genau. So. Sechs Ritter, 80 abgeblockter Schaden. Ja, auch nicht schlecht. Ja, die Vayne gefällt mir schon sehr gut. Jetzt zum Beispiel. Jetzt ein Revolver hält. Lucian werden wir 100 Pro wieder bekommen. Vor allen Dingen das Item, das ist halt wirklich widerlich. Igitt. Kein Item. Nein, nein, nein. Wir können auch einen Bogenschützen reintun. Dann haben die ein bisschen mehr Dampf. Und dann die da. Just for fun. Was hat der? Oh. Der ist schon auf Level 4. Der ist schon auf Level 4 hoch, der Frechdachs. So, nochmal hier. Hier ist nochmal Revolver. Okay, warte, den verkaufen wir. Einfach mal den da. Hochleveln können wir nicht, es sei denn, wir verkaufen jemand, aber das will ich jetzt noch nicht. Der ist auch schon Level hoch, aber der hat nur einen da. Ich glaube, das könnten wir leider schaffen. Ja.
Ist nicht gut. Da kommen die Zinsen ganz durcheinander, wenn man mal gewinnt, mal verliert. Oh. Okay. Dann haben wir einen Revolver, zwei Bogenschützen und zwei Nobel. Wir können ja jetzt halt. Ja, wir können das auch machen. Ja, komm. Ich glaube, das ist gescheiter. Weil der nicht so viel aushält. Unser Garen. Gewinnt trotzdem. Oder? Nee. Weil der den Nobel-Buff-Typi fokussiert. Gut für uns. Okay. Wir sind drittletzter. Was wollen wir? Worauf gehen wir eigentlich? Ich glaube, wir holen uns Ash. Nee, 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 nee. Wir holen uns Fiora. Die hat die Träne. Und damit kann man diese Heilungsbooster machen und das ist ja, finde ich stärker. Da muss sie halt sterben. Das ist halt das Problem, weil Fioras sterben nicht gerne. Sag mal Tausch. Gut. Wir haben jetzt auch zwei Gun Players. Aber wenn ich die reintue, muss ich die beiden Bars wegtun. Ah, nee, das bringt nichts. Und das ist gut, dass er den Nobel-Buff hat und nicht sie. Und das ist blöd, dass sie jetzt davor geht und stirbt. Und dass sie so weit weg ist. Das bringt gar nichts. Oh Mann. Und schon wieder verloren. Das ist echt nervig. Aber ich habe mich auch dämlich aufgestellt. Der ist auch Pirat. Ist auch sehr attractive. Aber ich spare mal. Ich muss jetzt nicht unbedingt gewinnen. Weil, also gerade ist es eigentlich egal, was, ob ich jetzt gewinne oder verliere. Geht. Geht. Aber zum Glück hat der Nobel. Alter. Zum Glück hatte der wirklich Nobel. War wirklich lucky. Also den da können wir eigentlich verkaufen. Ja, ich weiß. Den da verkaufen. Ja, okay, dann kaufe ich mir ein Level. Den tun wir rein. Die stellen wir mal ein bisschen um. Ja, das ist echt ärgerlich.
Aber vielleicht bekomme ich neue Items. Das wär doch was. Kein Item. Ein Item. Passt. Träne passt immer. Träne und Belt ist das. Gilt. Hahaha, so. Aha. Nee, aber nee. Ich spare. Das wäre halt cool, wenn ich das machen könnte. Aber kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht tun. Echt ärgerlich. Assassine. Und zwar hässliche Assassinen. Da sah weh getan. Aber zum Glück fokussieren die wir ihn nicht mehr. Okay, jetzt halt. Komm. Du machst aber jetzt einen Triple Kill. Nee, macht er nicht. Natürlich macht er keinen Triple Kill. Ich könnte auch auf Piraten gehen. In der Tiefe lauert Wahnsinn. Das ist auch ein Revolver. Ach komm. Jetzt warte. Aber wegen Graves habe ich hier verloren. Der Graves tue ich raus und dafür Tristana rein. Warte, hier so. Das ist wichtiger. Ich gewinne aber trotzdem noch. Krass. Hätte ich never ever gedacht. So. Okay, Tristana brauche ich noch eine. Nee, stimmt gar nicht. Da brauche ich schon ein bisschen mehr. Den Rest sparen wir wieder. Vielleicht machen wir ja wirklich einen auf Pirat. Wir müssen, also ich muss besser in die Ecke gehen. Weil, ja, die ganzen Assassinen können. Ja, einfach durchflutschen, das ist nicht gut. Okay, wieder Mittelfeld. Was wollen wir uns holen? Sie ist auch nobel. Und sie ist ein Bogenschütze. ja, okay. Komm. Was sonst, ne, nehmen es die anderen. Nur deswegen habe ich es geholt. Ich kann es ja auch wieder verkaufen. Ah, da habe ich eine Tristana gesehen. So. Noch eine Tristana. Oh.
gleich knallt. Zu spät. Okay. Tristana ist jetzt Level 3. Okay, das verlieren wir. Gut. Vorwärts. Ich hätte rein theoretisch wieder 4 Bogenschützen. Aber ich weiß nicht, ob... Okay, das gewinnen wir leider auch. Da hat er uns nur der reingeritten. Ah, verdammt. Ich bin die ganze Zeit so unentschlossen. Pirat! Ja, läuft. Okay, wir haben jetzt 3 Piraten. Und zusammen mit den 3 Piraten. Weil wir müssten. Hatte 1, 2, 3, 4. Dann 5. Ich probier's mal aus. So. Okay, jetzt haben wir... Ich schlafe, wenn Sie tot sind. So, jetzt haben wir 4 Revolverhelden und 3 Piraten. Ich bin mal gespannt. Ja, sieht nicht so gut aus. Ich lasse es trotzdem noch einmal eine Runde. Und wenn es nicht klappt, dann ändere ich es. Also, ja, Angriff auf alle anderen Gegner in der Reichweite, das ist halt auch nicht schlecht. Ich muss ja nur den Garen. Okay. Ich muss den Garen ganz nach oben tun. Und den Lucian rein. Okay.
Wupp, wupp. Gut. Platz tauschen. Platz tauschen. Wo gehst du hin? Ah, weiß ich nicht. Okay. Nein. Wir sparen. Das habe ich echt noch nie ausprobiert. Das sind ja alles Assassinen. Igitt. Igitt. Hol dir das Gold. Das sind ja alles Assassinen. Aber wir sind immer noch Mittelfeld. Gut, was wollen wir jetzt? Gutes mit... da gibt es ein attraktives Item. Ah, das wird auch nicht genommen. Das wird jetzt genommen. Ja. Was holen wir uns? Den Piraten, oder? Den will sowieso niemand. Nobel haben wir 2 von 3. Nobel könnten wir nächstes Mal nochmal reinhauen. Ah, da. So. Hier ist nochmal Fiora. Und nochmal ein Pirat. Ja, der holt sich den Pike, der will sowieso. Okay, er holt sich doch alle anderen. Alter, der nimmt mich ja voll auseinander. Junge. Okay. Ich verkaufe die Piraten. Und hol mir stattdessen... meine altbewährte Bogenstrategie. Na? Verdammt. Die Dunkelheit sollte mich fürchten. Weil gegen Assassine ist die auch kacke. Alter. Oh, verdammt. Okay, dann gehen wir jetzt all in. Gehen all in und schauen, was es uns bringt. Oh je. Okay, also erstmal Level up. Dann kommt die da rein. Pirat und Revolverheld. Nochmal Präzision. Kindred. Vorwärts, wir sind der falschen Armee beigetreten.
Gemeinsam sind wir stärker. So. Das ist super. Behalte ich auch. Gut, also. Das da machen wir. Das da machen wir. Ja. Das bringt nichts. Ja, okay, wir sind erledigt. Oder? Oh Gott, wir leben noch. OMG. Vorwärts. Okay, die können wir nicht mehr aufwerten, die können wir nicht mehr aufwerten. Ja, die da auch nicht mehr. Fähigkeitsschaden machen halt keine. Oder er macht Fähigkeitsschaden mit seinen. Mit seinen. Boom! Oh je. Okay, das war ja schon mal. Bessere Aufstellung. Aber. Ja, genau. Na. Na, verdammt. Oh Mann, okay, Piraten. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, aber ich werde nie wieder Piraten spielen. Ja, ich hatte auch keine guten Items dafür. Und ich habe nicht von Anfang an das gemacht. Ich habe quasi zwei Sachen gesammelt. Das war vielleicht nicht so gut. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.